Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich weiß nicht, wie lange ich hier jetzt auf diesem Friedhof verbracht habe, aber wir haben es endlich gefunden. Ein Herzteil. Och Gottchen, ey. Heilige Kacke. Das ist krass. Das war echt anstrengend. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal storymäßig Richtung Todesberg. Richtung Goronen. Oh yeah. Dim, 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 dim. Genau, wir haben ja einen Brief von Zelda bekommen. Und diesen Brief müssen wir jetzt hier vorne bei der Wache an dem Tor zeigen. Dort oben. Genau. Hallo. Das Passieren ist nur mit der königlichen Erlaubnis möglich. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, bist ja noch ein Kind. Sicher kannst du gar nicht lesen. Ey. Ja. Oh, das scheint in der Tat, es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut, ja, okay. Dies ist Doki. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Ha, was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Ja, wie dem auch sei. Wo kann's passieren? Zwergenheld. Aha. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Muss ich ja sagen. Na gut. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, sollst du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Ja, wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen? Ausrüstung würde genügen, dann lauf ruhig weiter. Ja, übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon bei Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job und so. Ja. Okay, hat der Maskenhändler jetzt erst geöffnet vielleicht? Ja, ihm müssen wir nämlich eine Maske geben, sogar die erste Maske. Und ich weiß halt nicht, ob der jetzt erst halt geöffnet hat. Gucken wir mal. Gucken wir später mal. Nachdem wir jetzt hier den Todesberg gemacht haben, danach können wir sicherlich erstmal nach Hyrule zurückgehen. Ja. Ja, wir müssen hier jetzt erstmal nur durchrennen. Wir können hier jetzt nicht wirklich viel machen. Denn da ist ein Gegner. Hallo. Da ist ein Gorone. Da war ein Gorone. Habt ihr ihn gesehen? Ganz leicht. In der Ecke gerade. So, wir müssen erstmal ganz normal hier jetzt lang gehen. Den Berg besteigen. Hallo. Ich ignoriere ich erstmal. Da können wir später hoch. Da müssen wir jetzt noch nicht hoch. Ich weiß gar nicht, wenn Navi hier so manchmal auftaucht, ne? Lol, Gorone! Was hat das zu bedeuten, dass man da irgendwas machen kann? Ja, oh, da ist eine Wand. Hier ist eine Wand. Können wir später aufsprengen. Aber wir haben noch keine Bomben. Wir haben noch keine Bomben. So, wir gehen erstmal. Zack. Tschum. Wir gehen erstmal zu den Goronen. Hello. So, ich weiß gar nicht, was wir hier jetzt alles machen konnten. Hallo. Den dicken Goron da, den müssen wir aufhalten. Mit Bomben. Den warten wir, bis er da vorne rauskommt. Oh Gott, das kann ja erstmal lange dauern. Und dann, ja komm, das machen wir mal.
Ach, das können wir noch nicht machen? Nee, können wir... Oh, okay. Okay, dann weiß ich noch nicht genau, was wir jetzt machen wollen. Was alles so möglich ist, meine ich jetzt. Wir können natürlich erstmal zum König gehen. Aber das wollen wir nicht. Das wollen wir noch nicht machen. Doch, wollen wir. Klar, wir können nichts anderes machen sonst. Soweit ich das jetzt weiß. Fackeln da unten können wir auch noch nicht anmachen. Ja, wir müssen zum Goron. Jo, dann machen wir das jetzt. Zack. Yeah. Gut, Tür geöffnet. Jetzt können wir auch die Fackeln anmachen, denn hier ist eine Fackel, wie ihr seht. Das heißt, wir könnten jetzt die Fackeln anmachen. Aber wir reden erstmal nur mit dem König. Mit dem Boss. Was? Wer bist du? Hm. Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Atarunia, der Führer der Goron, ist wirklich verdient, so behandelt zu werden. Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Sotarungs Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei. Dies ist Sache der Goron. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Was mussten wir jetzt machen, Shit? Nochmal die Dings zücken? Nee, Salias Lied, oder? Aber wir haben Salias Lied noch gar nicht, warte mal. Oh nee, das war das richtige Lied, alles klar. Oh yeah, aha, uap. Ganz gut, aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien, wie soll ich sagen, von außerhalb etwas Natürliches, Grünes aus dem... Ach, wir müssen doch Salias Lied holen. Ach, shit. Das wusste ich gar nicht mehr, das habe ich voll verdrängt. Damn. Das ist gerade bad. Das ist gerade ein bisschen unlucky, muss ich ja sagen. Aber naja, okay, dann machen wir erstmal hier ein paar Sachen, die wir machen können. Können wir nicht sogar den Weg zu den Goronen freimachen? Zack und zack. Also, den Weg von den Goronen zum Wald, meine ich jetzt. Wieso drehen wir uns eigentlich mit? So, erstmal so machen. Nochmal anzünden. Hallo? Danke. Und jetzt können wir das hier nämlich anzünden. Bumm. Und wir haben hier gerade den Laden gesprengt. Jetzt ist hier nämlich der Laden, der Shop. Der Goronen. Sehr cool, wir können hier uns eine Goronenrüstung, wie ihr seht, kaufen. Aber die ist halt für Erwachsene. Bringt uns halt nichts. Der ist total gelangweilt, ey. Total gelangweilt. So, was mussten wir jetzt machen? Wir können erstmal... Könnten doch hier oben noch ein paar Fackeln anmachen, oder nicht? Ging das nicht? Wo waren hier denn Fackeln? Da war eine Fackel. Schnell! Okay. Genau. Und hier jetzt den... Hört ihr die Musik? Zack. Bum, 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 bum. Jetzt sind wir im Wald, Leute. Jetzt sind wir im Wald. Super. Sehr geil. Ah, willkommen, ich habe dich erwartet. Ja, aber habe ich den so gesprochen? Ich weiß nicht mehr. Schön, dich wiederzusehen, Doki. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still
Ich höre etwas, ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal... Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Hier lang, Leute. Ja, wir hören jetzt die Musik. Und der Musik müssen wir jetzt folgen. Nein? Okay, hier lang. Ich kenne den Weg, wie gesagt, nicht auswendig. War das richtig? Ja! Oh, zum Glück! Bam! Oh nein, was? Wir müssen ihm jetzt ausweichen eigentlich. So, okay. Und dann angreifen, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir hier ein Herzteil... Nee, bekommen wir nicht. Hier haben wir kein Herzteil. Irgendwas anderes Wichtiges? Ich weiß es nicht. Achso, von hier komme ich. Ups. Geld. Oh nee. Warte mal, wir müssen hier unser Schild wechseln. Denn mit unserem jetzigen Schild können wir halt nicht abblocken. Das ist das Problem. Ja, okay, wir haben ihn. Nice. Aber hier hinten ist noch einer. Bam. Okay. Haben wir auch. Schöne Sache. Hier kommt noch einer, glaube ich. Was haben wir hier? Nichts. Wow. Nichts. Die Dinge können wir eigentlich ignorieren. Den nicht. Eieiei. Was war Reaction? Reaction Time. So. Jetzt den Weg lang, Leute. Oh. Zack. 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 Okay. Hier oben treffen wir jetzt gleich Salia. Und sie bringt uns Salias Lied bei. Wer jetzt erwartet? Hallo Salia. Na? Ich habe auf dich gewartet, Doki. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird früher für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Ah. Spielst du hier die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Natürlich spiele ich mit dir. Versuche die Melodie... Ach so. Oh, du meinst... Okay. Ja, Ocarina spiele ich auch mit dir. Versuche die Melodie... Die Spiele nachzuspielen. Bist du bereit? Ja, bin ich. Alles klar. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es mir. Okay, klar, natürlich. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Oh, cool. Das ist so cool. Ich will das im echten Leben haben, Alter. Einfach mal irgendwie, keine Ahnung, irgendein Lied spielen und so zum Kumpel sprechen oder so. Ja, das geht mit Telefonieren halt möglicherweise auch, aber halt, wisst ihr, so telepathiemäßig. Das wäre viel cooler als telefonieren. Oder?
Oder? Kommt, Leute, das wäre... Doch, komm, das wäre viel cooler. Viel, viel cooler. So mit telepathischen Kräften arbeiten. Ist halt viel praktischer, wenn du mal irgendwann wo im Wald bist oder im Keller, wo du keinen Empfang hast. Kannst halt einfach so Telepathie benutzen. Und was ist hier? Hier ist ein Loch. Okay. Was gab's hier in dem Loch? Ich hab keine Ahnung. Rubine, glaube ich. Nee, eine Feenquelle. Oh, cool. Das brauchen wir halt irgendwie nicht. Weil wir haben nur eine Flasche und die Flasche ist voll mit dem Öllicht und den will ich auch erstmal noch behalten. Ich meine, wir brauchen momentan keine Fee. Also von daher, ich glaube, wir werden auch keine benötigen. So schlecht spiele ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich spiele schon schlecht, aber so schlecht nun auch nicht. Naja, okay. Ja, dann geht's wieder ab zu den Goronen. Und Darunia. Darunia? Darunia. Ich glaube Darunia. Darunia das Lied von Salia vorspielen. Oh. Ah, Doki. Hat Salia dir ihr Lied beigebracht? Ja, natürlich. Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir hier, eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich alles? Nein! Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Ja, ich weiß. Wir haben jetzt... Wie viele Lieder haben wir jetzt? 4, ne? Wir haben jetzt 4 Lieder. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch 2 Lieder. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Wieder zurück. Ja. Dann war es doch der Weg, ne? Genau. Dann sieht's aus wie nochmal geradeaus. Und wo kam ich? Von hier? Hier komme ich zu den Dekos, okay? Dann müssen wir ganz später nochmal hin. Ah, hier ist der. Okay, super. Sehr nice. Und hier ist doch jetzt genau gut der Durchgang zu den Goronen. Och Gottchen, ey. Och Gottchen. Alles klar. Alles klar. Wunderbar. Super. Das Lied macht auch Laune, ne? Ey. Ist ein schönes Lied. Hey, Darunia. Oh. So. Ah, erstmal Kaffee trinken. Wie er updanced, ey. Yeah, wow, wow. Mm-hmm. Oh yeah, ich fühle den Groove in mir. Oh yeah. Da-da-dam. Oh yeah. Oh. Oh. Wow. Oh, geil. Oh, yeah, das grooved. Yeah, 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 yeah. Oh yeah. Ein nicer beat. Bam, bam, groovy, yeah. Oh mein Gott, das ist Let's Dance. Wow. Das ist so cool, yeah! Wow! Yo! Wow, wow! Nein, Google. Ja. Wow, cooler Sound. Oh, meine schlechte Laune ist verflogen. Oh, ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Und wie du getanzt hast, ey. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Ja, wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goron-Opal genannt,
ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann die dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Alles klar, mach ich. Easy. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Yeah, Goronenarmband! Jetzt können wir Donnerblumen heben. Jo, das machen wir jetzt auch. Denn damit können wir erstmal diesen einen Typen da oben anhalten und uns noch ein Herzteil holen. Denn wie ihr seht, dreht sich hier eine Vase, ne? Und wenn wir diese Vase, wenn wir da eine Bombe reinschmeißen, dann, jo, fängt die an, sich einfach nur herumzuwirbeln, aber richtig übertrieben herumzuwirbeln. Und deswegen, ja, holen wir uns jetzt hier eine Donnerblume. Rennen hier lang, ganz schnell. Werfen diese Donnerblume. Werfen diese Donnerblume voll gegens Gitter. Huh. Ist das dein Ernst? Wieso treffe ich denn nicht? Ich bin so bad. So bad. Kann ich mal... Danke, hier lang. Schnell, 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 schnell. Ey, das ist nicht dein Ernst. Wieso bist du denn jetzt gesprungen? Och, Link. Okay, ich glaube, wir machen das später, nachdem wir den Dings, den Dungeon gemacht haben. Oh, und ich sehe gerade, der Part ist vorbei, Leute. Dann chill ich mich, glaube ich, nochmal oben zu diesem Dicken da hin. Obwohl, das könnten wir noch schaffen, das könnten wir noch schaffen. Wenn ich jetzt rechtzeitig hier bin. Schnell, 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 schnell. Wo ist denn der? Da kommt er. Komm, 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 komm. Yes. Okay. Gut, Leute, mit dem quatschen wir aber erst im nächsten Part, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.